Bitte. Ich hab ihn. Yeah. Voll gemein, dass er sagt, es ist nicht dein Ernst. Scheiße. Oder? Guck mich an. Ja, guck mich an. Also, scheiße. Ja, 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 okay. Ich hab ihn. Und dann guckst du denen eigentlich nach, wie du ins Wasser. Also wir bleiben dann noch ein bisschen bei dir. Da, ne? Genau. Vielleicht könnt ihr irgendwie runtergehen in die Hocke und irgendwie intim oder euch umarmen oder sowas, dass ihr Blick ist und dass sie was zum Angucken hat. Gerne bei ihr bleiben würde. Noch länger auf diesen Blick, was in dir, weil das ist durch das Ende der Szene ist, was geht in dir vor? Ja, letzten Moment, da hast du nochmal so ein Rettung. Ja, ja, ja. Also, nee, die machen wir den und ich halte mich in dem Moment, dass wir den machen. Ich stehe ungefähr hier, ne? Und dann sagt die, also da, du hast ja eine Sache, denkst du es nochmal, dass du mal in deinem Boot oder was ist das? Das ist ein nice Highlighter. Du hast ein Handkamera-Gefühl, aber in der Oberschulter ist dann auch so gut. Kaufe! Und los! Oh, cool! Weil ich im Auge mag. So, okay, hier, was ist so? Und so ist, also du bist eigentlich noch hier, du willst deine Hand. Aber da passiert es. Also nicht, du bist nicht so und machst dann so und oh, jetzt kommt mir einer aus, sondern du nimmst das Karinat okay, und machst ja, dann das so und dann, oh. Da dachte ich, wechsel mir die Hand. Aber wenn du es jetzt so schräg machst, so. Fett! Bitte schön. Also eigentlich gehört der jetzt mir. Okay. Im Sommer 99 dachte ich noch, mein Führerschein wäre wahrscheinlich das Aufregendste, was mir passieren könnte. Da hatte ich noch keine Ahnung, wie unberechenbar das Leben sein kann. Und wie nah doch manchmal der größte Schmerz und das größte Glück nebeneinander liegen. Danke. Aber ich glaube, das hätte ich ja noch alleine hinbekommen. Eigentlich gehört die Hälfte jetzt mir. Wie geil ist das denn? Ich wusste doch, dass ich den kenne.
Was machst du eigentlich, wenn du mal alt und hässlich bist? Darüber mache ich mir keine Sorgen. Egal, was du bei ihm suchst, du wirst es nicht finden. Danny ist nicht der strahlende Ritter auf dem weißen Pferd. Weißt du, mein Leben ist in Wirklichkeit eine richtige Katastrophe. Und wenn du schlau bist, dann läufst du einfach ganz schnell weg. Das will ich aber nicht. Jessica, mit jemandem zusammenzuziehen, das ist ein Riesending. Ihr habt doch alle Zeit der Welt. Haben wir eben nicht. Was heißt das? Meinst du, AIDS? Nein, ich meine nicht AIDS. Ich meine HIV-positiv. Das ist ein Unterschied. Ich will dir nur helfen, okay? Ich brauche deine verschissene Hilfe nicht. Ich weiß, was ich tue. Nein, offensichtlich nicht. Ich möchte es einfach nur verstehen. Was willst du da verstehen? Ich werde niemals eine normale Beziehung führen. Was hast du denn jetzt vor? Wo sich Himmel und Erde berühren. Dort kann man zwischen den Welten hin und her springen. Da können die Toten die Lebenden besuchen. Und umgekehrt.